In der Nacht auf Sonntag haben die französischen Behörden bekannt gegeben, dass sie einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Synagoge in Südfrankreich festgenommen haben. Der Vorfall, der sich am Morgen des 24. August ereignete, wird derweil als terroristischer Akt von der französischen Antiterroreinheit untersucht. Als die Polizei den Verdächtigten festnehmen wollte, eröffnete diese Medienangaben zufolge das Feuer. Die Beamten schossen zurück, wobei der Verdächtige im Gesicht verletzt wurde. Der Verletzungsgrad des mutmaßlichen Täters und der Beamten ist nicht bekannt. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen haben antisemitische Vorfälle in Frankreich stark zugenommen. Nach dem Anschlag hat die Regierung eine Verstärkung der Polizei zum Schutz von Synagogen, jüdischen Schulen und Geschäften angeordnet.